Ihr Lieben, weiter geht's mit einem neuen Video hier in Russian Fishing 4 und ich bin hier unterwegs, schön entspannt an der Tunguska beim Spinning und zwar beim passiven Spinning. Mittlerweile sollten doch die meisten davon Wind bekommen haben, wie das Ganze funktioniert und was ich und wie ich es hier mache an der Tunguska, zeige ich euch. Also rein mit der Rute und nicht nur mit der einen, sondern auch direkt mit der zweiten Spinroute und im Idealfall noch mit der dritten Spinroute. Und die machen wir erstmal kurz alle auf Stopp. Da war jetzt jedes Mal der Bügel noch offen, das heißt der Köder hatte die Zeit, die ganze Zeit wegzutreiben. Und wir sehen während der Zeit, wo der Köder wegtreibt, sieht es hier in der Mitte schon so aus, als ob da was dran ist. Das ist tatsächlich so und auch wenn da jetzt nichts dran ist, links und rechts, aktivieren wir die jetzt gleich sozusagen. Und das funktioniert super auch mit diesem automatischen Einkohlen. Das heißt, man kann sich hier zwei Sachen zunutze machen. Einmal, dass die Strömung hier so heftig ist und die Köder wegtreiben. Das war übrigens der Zielfisch gerade. Das zum einen, das heißt, wir werfen aus, lassen den Bügel offen und stellen einfach ab. Und der Köder treibt jetzt hier schön durch die Gegend. Und zum anderen macht man sich dann eben zu nutzen das automatische Einkurbeln. Wie gesagt, hier auf dem Nummernblock, zack, einmal aktivieren. Und dann geht man so die Routen durch. Kurbelt ein und dann auf die nächste und klickt dann einfach hier die Zahlen durch und schon kann man mit diesem automatischen Einkurbeln und dem Durchrotieren der Routen einfach schön alle Spinner immer wieder aktivieren. Ich hatte gestern Abend im Stream, hatte ich mich hier auch hingestellt, da gab es den Tipp aus der Community, Alden, geh doch mal dahin, hier oben auf, ich glaube es hieß im Chat, hieß es 59, genau. Also 159. Zeigen wir mal eben hier auf der Map. Genau, hier oben ist es. Das ist die Stelle, wo der Fluss halt nochmal so einen kleinen Knick macht. Also wir sind jetzt hier und es macht halt so einen kleinen Knick hier und man ist automatisch ein bisschen weiter. Man sieht das ja von den Schnüren hier. Man ist automatisch ein bisschen mehr in der Mitte des Gewässers. Und das hat halt den Vorteil, dass die Köder nicht so ganz an den Rand gedrückt werden hier. Und ja, dann lüppt das eigentlich auch ganz gut. Gestern endlich meine erste ostsibirische Trophy gefangen. Da ist das gute Stück. Ostsibirische Esche mit fast 2,5 Kilo. Richtig geiler Brocken. Auf dem Spiker. Und als nächstes wäre dann jetzt die arktische Esche dran. Das wäre jetzt so das nächste Ziel. Das wäre doch top, den Fisch zu bekommen. Und dann nutze ich jetzt natürlich dann auch die Möglichkeit, einfach hier mit drei Spinnern gleichzeitig auf den Fisch zu jagen. Ich teste jetzt hier gerade eher rötlich und kupferfarbene. Ich war gerade auch schon hier unten in dem Bereich unterwegs. Man kann das natürlich auch hier vorne ganz gut machen. Wenn man hier auswirft, dann hier treiben lässt. Also es geht an verschiedenen Stellen. Vorteil hier ist es auch nochmal richtig schön schmal. Also man muss gar nicht so weit werfen. Beziehungsweise man landet dann auch recht schnell hier. Er war schon jetzt am Da, jetzt ist er drin. Wieder den Bügel aufmachen und dann schön treiben lassen erstmal ein bisschen. So, und dann währenddessen hier bei den Routen das automatische Einkurbeln. Die Geschwindigkeit natürlich immer ein bisschen drauf anpassen, je nachdem, was ihr da für eine Rolle habt. Hier schon wieder ein Biss drauf. Scheint also, dass der Köder hier, der rote Spiker mit den schwarzen Punkten, gucken wir mal eben rein, dass der ganz gut funktioniert. Spiker 2010.
Da war hier noch nichts drauf auf dem Hornet. Da werde ich gleich nochmal was anderes testen. Und hier war es auch noch nicht so sexy. Wobei der hier, genau, der 04er, der hat unten ganz gut funktioniert. Schauen wir mal. Dann gehe ich vielleicht mal gleich noch auf den schwarzen. Die schwarzen, die funktionieren auch zurzeit. Man sieht das ja auch in den Rekorden, welche Spiker gerade laufen und welche weniger. Da haben wir schon wieder einen Zielfisch. Riesenunterschied hat die Schnurstärke gemacht. Also da habe ich wirklich deutliche Unterschiede gemerkt. Bei der Schnurstärke über 9 wurde es schon wirklich ein bisschen träge. 9 Kilo Tragfähigkeit. Ich habe angefangen hier ganz entspannt auf einer 15er, 15 Kilo Fluoro komplett. Ich kann vielleicht auch nochmal einen Topwater probieren hier. Machen wir mal hier einen auf Topwater. Vielleicht geht ja auch noch was anderes rein. Und hier auf den kleineren, da gehe ich dann mit den Spikern rein. Wo ist er? Da ist er doch. Der Spiker 2016. Gerade ganz viel auch in den Rekorden zu sehen. So, und jetzt ist hier nichts drauf. Perfekt. Das heißt, wir machen jetzt hier wieder einholen automatisch. Und dann auf die 2. Einmal ranziehen. Und dann auf die 3. Jawohl. Und wieder durch. Auf die 1 und die 2. Zack. Einmal kurz andrehen. Und das war gestern tatsächlich mit ausschlaggebend. Also dieses Durchrotieren, wo es dann auf einmal richtig gerasselt hat. Und die ostsibirische Esche da reingerasselt ist. Das war schon ziemlich geil hier an der Stelle. Und natürlich ein wunderschöner Fisch. So, da ist jetzt was dran. Ich ziehe aber trotzdem noch ein bisschen weiter, weil der Fisch hier in der Mitte, so groß ist es ja jetzt hier gerade nicht. Ja. Also ich ziehe erstmal noch die beiden anderen jetzt hier links, rechts. Da ist jetzt auch was dran, sehr gut. Na komm, dann ziehen wir jetzt erstmal den einen raus. So. Guck mal da, schöne Forelle. Ja, und von der Kohle her abgefahren. Richtig, richtig gut. Gucken wir natürlich gleich nochmal in den Kescher rein, wie sich das auswirkt. Ich hatte gestern, waren es 500, 600 ungefähr. Ah, guck mal, ein Lennox ist natürlich auch nicht schlecht. Maßige Lennox hauen natürlich richtig rein von der Kohle. So, jetzt habe ich da nochmal offen gelassen. Man kann natürlich auch einfach treiben lassen und die ganze Zeit hier mit der R-Taste immer kontrollieren, ist schon was dran oder nicht. Auch das durchaus eine Möglichkeit. Aber irgendwann ist halt die Schnur so weit raus und so weit weg, dann sollte man vielleicht doch mal anfangen, wieder einzukurbeln. Und das ist halt dann hier mit diesem automatischen Einkurbeln echt easy. Man klickt einfach nur noch durch, man muss die Maus gar nicht mehr benutzen. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, das hatte ich jetzt im letzten Tutorial nochmal erklärt. Unter den Tutorial-Videos. Ich glaube, das war die Nummer 9. Tutorial Nummer 9 war es. Da einfach nochmal reinschauen. So, auch hier hatte ich jetzt wieder auf dem Topwater wieder Biss. Also wechsle ich jetzt gerade zwischen den Zweien, wo noch kein Biss dran ist. Man kann es mit 3 Routen machen, man kann es mit 2 Routen machen, wenn es einem irgendwie zu stressig ist. Oder wenn man nur 2 passende Routen hat. Wobei ich ja sagen muss, dass hier meine dritte Route auch nicht so richtig passend ist. Eieiei, guck mal hier, ey. Ich habe hier eine Ultralight, eine Mediumlight und hier die Vexilla. Das ist natürlich schon ein ziemlicher Prügel. Was ihr jetzt gerade gesehen habt, da bin ich auch gerade fast ein bisschen überrascht gewesen. Alter, was rasselt da jetzt so rein? Man merkt natürlich auch die Strömung. Das war jetzt gerade ein 500 Gramm Fisch.
der bei der starken Strömung hier natürlich ordentlich reingerasselt ist, beziehungsweise man hat unten die Dehnung gesehen von der Schnur. Das ist natürlich schon heftig dann. Also, jetzt nochmal einkurbeln. Jetzt haben wir so langsam die frühen Morgenstunden. Da kann noch ein bisschen was gehen. Und da geht auch schon was. Und da geht doppelt was. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch die letzte Route hier mit einem Biss. Und dann kann ich sie alle drei gleich nochmal auswerfen. Aber so erhöht man natürlich einfach seine Chance auf die Fische hier. Einfach mit drei Routen. Da, zack. Gerade noch abgestellt. Sehr schön, ey. Auf der UL, auf allen dreien wieder was dran. Perfekt. Jetzt erstmal schön entspannt einkurbeln. Ich hatte gestern dann im Stream auch die unmaßigen irgendwann einfach weggeschnitten. Und dann waren es noch so ungefähr, na ich sag mal so um die 50 maßige. Und dadurch, dass sie halt so wahnsinnig gut Kohle bringen hier, die Fische. Die Eschen, die liegen ja auch so um die 15 Silber. Lennox, glaube ich, auch oder drüber. Oh, guck mal hier. Sehr schön. 800 Gramm arktische Esche. Der Prügel hier, den wollen wir aber auch in deutlich dicker. Da muss die Trophy, die soll reinrasseln. Wie gesagt, mit 4 Kilo Schnur hatte ich es auch probiert. Alter, jawohl. Mit 4 Kilo Fluoro komplett hatte ich es auch probiert. Da wird's schon happig. Mit 6,9er Fluoro komplett hat es deutlich besser funktioniert. Gehen wir mal eben hier rüber. Kurz einen Bogen und dann hier schön mit der Strömung ist dann natürlich viel einfacher. Auch wieder eine Esche. Eine ostsibirische, 1,7. Wieder dran. Schönes Ding. Richtig schön. Perfekt. Und wieder raus damit. Und in der Zwischenzeit natürlich gucken, was machen die anderen Routen. Da ist jetzt nichts dran. Topwater hat wieder was. Zack. Ja, so lüptert er. Perfekt. Und während man hier einkurbelt, können die anderen schon wieder fangen. Das macht halt den großen Unterschied. Dadurch schafft man natürlich eine deutlich höhere Frequenz. Bachforelle, jawohl. Ab 500 Gramm ja auch wieder schön. Auch schon wieder. Perfekt. So. Ja, ich würde sagen, ich ziehe noch ein bisschen was raus. Ach, guck mal. Ein kleiner Aaland. Und dann gucken wir. Zack, das ist mega, ey. Alter. Und dann gucken wir einfach mal gleich rein, was so der Kescher gebracht hat. Ich mache auch nicht ganz so lang. Können wir gleich wieder ein bisschen hochrechnen. Na, oh, der ist aber schon weit weg. Da seht ihr, das ist halt, wenn man dann zu lange treiben lässt, irgendwann ist der Köder natürlich am A der Welt. Das ist auch schon das Limit hier, ne? Na, komm mal ran hier. Aber es ist halt auch entspannt, ne? Also wirklich entspannt. Und wenn das, wie gesagt, wenn das mit drei Routen, wenn das noch zu stressig ist, einfach auf zwei Routen reduzieren. Oder wenn es gerade wahnsinnig schnell läuft, man kommt nicht hinterher. Aber ich habe ja, es ist ja nicht schlimm, also wenn ich jetzt hier, oh, bam, Buckellachs mit 1,5. Buckellachs ist ja eigentlich ein scheppiges Vieh, ne? Aber die Money, die Silber, das reißt alles wieder raus, ey. Holt alles wieder raus. Was ein Gesicht, ey. Geiler Fisch. Schönes Ding. 1,5 oder 1, ja doch, 1,5 Kilo. Schön, ey. So. Weitermachen. Und, ja, gucken wir mal. Wenn noch was Dickes dran ist, schalte ich natürlich nochmal kurz mit rein. Aber ansonsten ziehe ich jetzt hier mal ein bisschen was durch. Und dann verkaufen wir das mal und rechnen das mal kurz hoch, was man denn hier so an Silber machen kann. Bis gleich. So, da kommen wir doch gerade wieder zurück hier an im Dorf. Es ist natürlich schon wirklich eine Tour, ne? Bis da oben hin. Gucken wir mal kurz ins Café. Da war aber nichts im Moment dabei.
Hier laufen zwei aus, die sollte man sich natürlich noch im Blick behalten. Also wenn es so 3-4 Stunden sind Ingame-Zeit, kann man hier natürlich immer gut drauf warten, ob hier nicht genau der passende Fisch noch kommt, den du gerade im Kescher hast. Dann gucken wir mal gesamt in den Kescher rein und sehen, wir haben hier 420 Silber gemacht, 420 Silber mit 50 Fischen, also 100 Fische zusammenzukriegen, ist wirklich ratzfatz möglich. Gucken wir mal nochmal nach der Fangzeit. Ich habe hier unten natürlich schon ein wenig rumprobiert, bis, ich glaube ungefähr bis hier, das waren die am unteren Lauf und dann haben wir hier oben, genau da ging es dann los. Das sind 300 Silber quasi an der Stelle, wo ich jetzt zum Schluss war. Und vorher hatte ich es im unteren Teil fast an der Mündung probiert. War auch nicht so schlecht. Aber da habe ich auch mit verschiedenen Ködern rumprobiert. Und ein bisschen erstmal rumgetestet. Aber deutlich besser dann, wie gesagt, hier oben um die 300. Aber insgesamt kann man schon fast sagen, fast egal wo. Hauptsache die Stelle funktioniert, dass die Köder schön auch mittig treiben und in der Mitte des Flussbetts bleiben, dann kann man da ganz gut Kohle mitmachen. Also 420 Tacken, die dicksten Brocken natürlich hier unten, die Eschen, arktische Esche, ostsibirische Esche, überlegt euch mal 50 Silberbald, Buckellachs mit 40, richtig, richtig geil, aber auch die Lennox, die ballern natürlich ordentlich mit rein. Also zieht raus die Brocken, Petri zusammen. Und wir sehen uns im Livestream auf Twitch oder im nächsten Video hier.